Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 45, Beschlussempfehlung der Ausschüsse für Petitionen. Die Fraktion DIE LINKE hat gebeten, über folgende Petitionen getrennt abzustimmen, 3097 aus 19 und 3341 aus 19. Können wir die zusammen oder wenn die getrennt? Auch gut. Dann rufe ich auf 3097 aus 19. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Dann ist das mit Mehrheit beschlossen. 3341 aus 19. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD. Dann ist das auch beschlossen. Und dann die verbleibenden Petitionen. Wer stimmt denen zu? CDU, SPD, FDP, GRÜNE, LINKE. Einstimmig. So erledigt. Dann hätten wir noch die Beschlussempfehlungen. Punkt 33. Antrag der Fraktion DIE LINKE, 19/47/84 zu 19/45/28. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Dann so beschlossen. 34. Entschließungsantrag CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 19/47/85 zu 19/47/07. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP und Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD. So beschlossen. 35. Entschließungsantrag DIE LINKE, 19/47/93 zu 19/46/65. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 36. Dann haben wir den Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. So Antrag der Fraktion SPD 19/47/99 zu 19/45/83. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD und Fraktion DIE LINKE. Frau Öztürk ist nicht da, gell? Ja, gut. Dann 37, Schlussempfehlung, Antrag der Fraktion der FDP, 19/48/00 zu 19/46/54. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die FDP. So beschlossen. 38, Beschlussempfehlung, Dringlicher Entschließungsantrag CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 19/48/01 zu 19/47/08. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dagegen. SPD, DIE LINKE und die FDP. So beschlossen. 39. Schlussempfehlung, Dringlicher Antrag CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 19/48/02 zu 19/47/23. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dagegen. SPD, Fraktion DIE LINKE, enthalten tut sich die FDP. So beschlossen. 41. Schlussempfehlung und Bericht, Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE, 19/48/06 zu 19/45/63. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 42. Beschlussempfehlung, Bericht des Innenausschusses. Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 19/48/07 zu 19/47/21. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dagegen. Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP. So beschlossen. Und 51. Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst. Entschließungsantrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 19/48/42 zu 19/43/46. Neu. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dagegen. Keine. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE und die FDP. Dann so beschlossen. Dann wären wir am Ende der Tagesordnung. Ich weise noch darauf hin, dass nun im Anschluss an die Plenarsitzung der Innenausschuss im Sitzungsraum 510W zusammenkommt. Und es findet der Parlamentarische Abend des Verbands der Elektrotechnik im Restaurant des Landtags statt. Meine Damen und Herren, darf ich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Wir sehen uns morgen früh, wenn Sie wollen. Und um 9 Uhr geht es weiter. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.